Gut. Hallo zusammen. Genau, ich bin Sebastian Kurfürst und mit mir ist Helmut Hummel, den ich schon sehr lange kenne. Und ja, wir wollen zusammen eine Webcast-Session machen, um über das Event Source Content Repository zu sprechen. Jetzt, bisher ist es so, genau, wir wollen das zusammen kennenlernen, wir wollen zusammen Fragen klären. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen dabei sind und freue mich auf die nächsten Sessions auf jeden Fall. Dann, genau, wir machen das diesmal auf Deutsch, um möglichst viele Leute zu erreichen und die Einstiegshürde möglichst gering zu halten. Und genau, ja, ich weiß nicht, Helmut, wie wollen wir anfangen? Bist du, fangen wir bei Event Sourcing den Basics vermutlich an, oder? Bei was? Das habe ich gerade ein Bei bisschen nicht verstanden. Event Sourcing, den Basics vermutlich, oder? Ja, genau. Also das würde sich anbieten. Vielleicht ganz kurz erzählt, was meine Idee sozusagen war. Meine Idee war oder ist, ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe natürlich die NEOS-Entwicklung generell immer mal so ein bisschen nebenbei verfolgt, auch wenn ich da nicht so tief drin stecke. Und habe natürlich mitbekommen, dass ihr vor einer ganzen Weile angefangen habt, an einem Event Source Content Repository zu arbeiten. Und ich fand das aus vielerlei Hinsicht spannend und wegweisend, weil viele Dinge, die ich so zumindest in meinem Kopf hatte, die mich so ein bisschen davon abgehalten haben, NEOS in der Praxis einzusetzen, sind mit oder würden sich zumindest so, wie ich es verstanden habe, mit dem Content Repository mehr oder weniger erledigen. Und ein Aspekt an der Stelle war für mich zumindest, also ob es gerechtfertigt ist, aber ist halt die Performance-Geschichte. Dass man halt, je nachdem, wie man die Daten speichert, dass es teilweise halt relativ performant ist, die Daten rauszuholen und dass man dann halt entsprechend mit dem aktuellen NEOS Content Repository dann schauen muss, dass man die Daten entsprechend schon zum Beispiel indexiert in einem Index, und um sie dann halt entsprechend performant rauszuholen. Und das Versprechen von Event Sourcing und CQRS ist ja generell, dass man das Lesen vom Schreiben trennt. Das ist zumindest das, so wie ich es verstanden habe. Und dass man dadurch die Aktionen, die, ja, wie du es in dem einen Blogpost auch schon beschrieben hattest, die viel öfter vorkommen im Lesen, also gerade wenn man die Webseite ausliefert, dass man die einfach optimieren kann. Also dass man die lesende Seite quasi optimieren kann. Das ist so das eine Versprechen, was ich halt sehr spannend fand. Und die andere Seite, die ich sehr, sehr vielversprechend fand, ist genau diese komplexen Probleme, in die man reinläuft, wenn man halt Content editiert und gleichzeitig irgendwie auch ausliefert und sowas wie Workspaces und Sprachen und so weiter. Das, was ich halt mitbekomme, was wir jetzt so Typo 3 CMS-seitig halt haben, ist, dass man immer wieder in Schwierigkeiten reinläuft, wie speichert man die Daten? Und dass das, wie man die Daten speichert, auch gleichzeitig auch die Repräsentation ist, die man dann verwendet, um die Daten auszuliefern. Also dass quasi beides vermischt ist und dass man dadurch in ganz viele logische Probleme einfach kommt, die sich konzeptionell nicht lösen lassen. Und wenn man das quasi trennt und einfach sagt, ich speichere die Daten gar nicht mehr, in Anführungsstriche, also, sondern ich speichere immer nur das, was ich mit den Daten anstellen will, also ein Daten anlegen, eine Node anlegen und so weiter und generiere daraus quasi dann die verschiedenen Ansichten, wie ich sie brauche, um sie nachher lesen zu können. Das klingt vom Ansatz her, von der Theorie her total spannend und löst zumindest quasi an der Oberfläche für mich, wenn das Konzept aufgeht, total viele Probleme. Deshalb finde ich das super spannend. Gar nicht so sehr oder nicht gar nicht allein nur für NEOS, sondern ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das dann im CMS, zumindest im PHP-CMS-Bereich, dann viele Probleme lösen kann. Und von daher finde ich das einfach total spannend und habe halt gedacht, vielleicht kann ich da in irgendeiner Weise auch mithelfen, auch wenn es ein komplexes Thema ist. So, das Auf jeden ist quasi Fall. meine sehr lange Vorrede, Nee, 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 wie das ich ist dazu super. komme. Super, super cool. Und genau, ich meine letztendlich, was ganz spannend ist, ist, dass sozusagen Event, also ne, das läuft immer unter diesem Schlagwort Event Sourcing, aber de facto sind es eigentlich,
naja, eigentlich mindestens mal zwei verschiedene Projekte, die sozusagen in einem Dach sind, die aber auch nie so einfach trennbar sind, ne? Das eine ist eigentlich wirklich das Event Sourcing selber, also dass man halt die Intention abspeichert und nicht mehr nur die Auswirkungen und den State. Und das andere ist eigentlich sozusagen das Neudenken der Datenstruktur, also was bei uns immer Graph Projection dann heißt sozusagen, also was ja sozusagen diese zentrale Datenstruktur ist, die wir halt für viele Use Cases verwenden. Genau, und ich glaube, wie soll ich sagen, das passt halt ganz gut zusammen, weil diese Datenstruktur schon für viele Anwendungsfälle vernünftig ist, aber man kann dann sozusagen noch extra Anwendungsfälle dazu bauen. Und das haben wir auch mittlerweile gemacht, dass wir zum Beispiel für Dinge wie Routing, also das Generieren von URLs also in beiden Richtungen, sowohl, ne, wenn wir einen Link generieren wollen, als auch wenn wir einen Link auflösen wollen, dann im Routing, da haben wir zum Beispiel eine extra Projektion, weil die halt nur einen Bruchteil der Daten braucht, die andere benötigt beispielsweise. Und es ist aber schon immer so ein permanenter Trade-off, ne? Was packt man quasi, also was kann man noch über die bestehende Projektion lösen und wo macht man dann eine neue? Also das ist also dieses Thema Trade-offs, ich glaube, das wird uns permanent hier verfolgen in den Sessions, weil es eigentlich echt permanent immer darum, also weil wir immer wieder sehen werden, okay, es gibt so Punkte, wo das, ja, wie soll ich sagen, wo sozusagen wo man sich irgendwie entscheiden muss, ne? Macht man das eine langsam oder das andere langsam und ja, und dann muss man irgendwie einen Kompromiss finden. In der Vergangenheit, also wir können jetzt aus heutiger Sicht kann man ziemlich genau sagen, was ist denn so zum Beispiel der Kompromiss beim aktuellen Content Repository, was jetzt gerade produktiv ist in Neos, da ist es halt ganz klar die Move-Operation. Also alles, was mit Verschiebungen von Nodes angeht, da ist sozusagen beginnt der Kompromissteil, weil wir dann sozusagen, verschiebst einen Node und wir müssen alles, was unten drunter ist, irgendwie berücksichtigen und anfassen quasi, ne? Und beim neuen Content Repository, da ist es anders, da ist das Moven sehr schnell, aber was quasi dort der Kompromiss ist, ist die sogenannte Fork-Operation. Das ist im Prinzip sowas wie ein Branching in Git so ungefähr. Also das ist dort die Operation, die potenziell länger dauern kann, wobei wir auch da also ein paar Tricks sozusagen haben, wie wir das oder auch Ideen haben, wie wir das noch weiter beschleunigen können. Also wie man das sozusagen weiter in den Hintergrund auch drücken kann. Genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir erstmal über Event Sourcing ein bisschen reden? Oder wir könnten natürlich auch mal verfolgen, was macht dann was macht eine Änderung im Neos beispielsweise? Ne? Das sind jetzt so verschiedene mögliche Richtungen, würde ich sagen. Also ist mir beides recht. Also ich hatte mir jetzt nochmal, du hattest die Blogartikel ja geschrieben, ne? Schon vor längerer Zeit hast du einen Blogartikel geschrieben über CQRS und Event Sourcing und einen bisschen konkreter über angedachte Konzepte, wie implementiert im Content Repository. Ich habe mir diesen Event Source Artikel jetzt in der Vorbereitung noch einmal durchgelesen. Und eine Möglichkeit wäre jetzt, dass ich die Fragen, die ich an also quasi generelle Fragen, die ich an dieses Konzept Ja. habe, dass wir die einfach durchgehen. Und Ich zwar glaube, das ist cool, ja, genau. gar nicht so sehr, genau, gar nicht so sehr im Sinne von wie das Konzept funktioniert, weil ich finde, dass es in dem Artikel und da habe ich persönlich jetzt gar nicht so viele Fragen, was muss Warte, jetzt hängst du gerade. Test, test. Helmut? Dum, liegt das jetzt? Tja, jetzt müssen wir mal gucken hier. Da ist Helmut weg. Ah, wir gucken gerade. You are currently the only Er person in kommt this conference. bestimmt gleich wieder. Genau, also das ganze Programm hier ist ein bisschen Experiment. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Deshalb wird hier ein bisschen improvisiert. Und gleich müsste Helmut aber zurück sein. Und dann sind wir wieder zusammen. Da ist Helmut wieder. Warte, ich höre dich noch nicht. Du musst dich noch tonmäßig andingsen. Unten, Chat, warte mal. Ups. Ah ja.
Musst unten noch auf den Tonbüppel klicken. So, gucken wir mal. So. Ah, Ah, jetzt. jetzt, ja, wunderbar. Da bist du wieder. Sehr gut. Wunderbar, genau. Wir waren bei den Fragen stehen geblieben für für den Blogpost. Genau, den habe ich 2016, Ende 2016 geschrieben. Also echt schon lange her, dass wir uns damit beschäftigen. Ja. Krass, krasse Sache. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, was angekommen ist bei meiner Frage. Also die erste Frage, die mich immer, wenn ich mich mit der Thematik Event Sourcing und CQS beschäftige, ist, was muss das für ein Event Store sein, wenn das sehr viele Events sind? Also in so einem Beispiel, dass jetzt nehmen wir Neos zum Beispiel, viele Redakteure gleichzeitig an dem System arbeiten, 8 Stunden pro Tag. Das sind ein Haufen Events, die zusammenkommen. Und wo speichert man das denn effektiv ab, dass man da auf diesen Store auch noch einigermaßen performant zugreifen kann? Ja, genau. Der Witz ist eigentlich, dass also die ehrliche Antwort ist eigentlich, es ist relativ egal, in Anführungszeichen, weil man muss sozusagen nicht viel, also der Store muss nicht viel können. Das ist eigentlich der große Vorteil. Also wir können uns mal die Datenbank aus Neos angucken, die Events einfach mal, weil ich glaube, also den Event Store, da können wir einfach mal reinschauen, was ist denn da so drin. Und genau, also momentan ist es eine Tabelle namens Events. Die kann man aber, also das ist sozusagen abstrahiert, man braucht sozusagen, das ist nicht die datenbankbasierte Implementierung, aber wir shippen halt eine Standard-Datenbank-Implementierung halt, weil das ist halt einfach ganz praktisch zu haben. Und genau so, und jetzt ist es so, dass wir hier drin das Wichtigste eigentlich ist die Sequence Number, das ist einfach nur eine aufsteigende Zahl sozusagen der Events. Dann gibt es einen Type des Events und eine Payload sozusagen, ne? Und je nach Type hast du dann halt eine andere Nutzdaten sozusagen. Also, ne, Content Stream was created, hat dann in den Nutzdaten halt, okay, wie ist der Identifier und wer hat es gemacht beispielsweise. Oder wenn ich einen Node erstelle hier, Node aggregate with Node was created, da hast du halt dann die ID wieder des Content Streams, des Nodes und dann halt auch zum Beispiel die initialen Werte beispielsweise für den Node. Und die weiteren Spalten sind eigentlich eher so, ich sage jetzt mal Add-ons. Also im Sinne von, wir haben noch so eine Metadatenspalte. Also die Idee ist, Payload ist sozusagen das, was spezifisch ist für jeden Typen, für jeden Event-Typen. Und Metadaten ist eher so was Allgemeines. Das ist also was, was ich potenziell an jedes Event ranschreiben kann. Also wer hat was gemacht? Ne? Und genau, und weil es praktisch ist, haben wir auch noch dieses, wann wurde es gemacht? Hier genau, Recorded Add ist quasi eine extra Spalte. Und genau, und dann gibt es noch solche Identifier, also jeder Event hat eine ID und dann gibt es noch Correlation und Causation Identifier. Das ist aber eher so fürs Debugging hilfreich. Also das ist sozusagen, wenn ein Event viele weitere Events so nach sich zieht, dann kann man Correlation und Causation füllen. Aber das ist eher so ein Bonusding. So, und es gibt noch einen, also das heißt, also grundsätzlich braucht man eigentlich nur eine Sequence Number, Type und Payload und damit ist man eigentlich schon ziemlich fein. Das Einzige, was man eigentlich können muss, ist, man muss sozusagen in der Lage sein, ab einer bestimmten Sequence Number alle Events zu liefern. Das ist so die simpelste Variante und die bisschen spezialisiertere Variante ist, dass ich sage, ich möchte alle Events von bestimmten Typen lesen, ab einer bestimmten Sequence Number. Also als Beispiel eine Projektion, was die ja letztendlich macht, ist, die geht hier sozusagen Zeile für Zeile durch und updatet ihren eigenen State. Und manche Projektionen sind nicht an jedem dieser Events interessiert, sondern die sind zum Beispiel nur an zum Beispiel was disabled interessiert und dann, ne, kann die ganze Creation zum Beispiel ignorieren. Das heißt, man kann quasi filtern, sagen, okay, ich als Projektion bin gerade an dem und dem Punkt und gib mir alle weiteren mit einem bestimmten Typen. Und das ist eigentlich, also das ist also so die Standardoperation, die das sozusagen können muss. So, und insofern ist das sozusagen sehr restriktiv, also macht man nicht viel mit so einem Event Store eigentlich erstmal an sich. Gibt noch ein paar so Konsistenzgarantien, die das System geben muss, aber hält sich alles relativ stark in Grenzen. Dafür ist im Prinzip Stream und Version da können wir später nochmal was zu sagen, oder ich kann dich später noch erklären, aber quasi grundsätzlich ist es wirklich einfach nur eine Historie, wo man sozusagen ab einer bestimmten Zahl relativ effizient lesen können muss, sozusagen. Ne? Und damit kommt man schon ziemlich weit. Ja.
Genau, und würdest, also was ist so deine Einschätzung, wenn du sagst, ihr liefert eine Datenbankimplementierung aus? Also habt ihr da schon Tests gemacht, wie das skaliert dann? Also sagen wir mal, da sind jetzt 1 Million Events drin, keine Ahnung wie. Also Also ich würde vermuten, dass 1 Million Events jetzt erstmal nicht viel ist für eine Installation eines CMS, ja, genau. die einfach regelmäßig benutzt wird oder über eine gewisse Zeit benutzt wird. Genau, also das haben wir auf jeden Fall schon ausprobiert, ne? Also das, also jetzt so diese Größenordnung mehrere hunderttausend Events, da ist in der Regel dann nicht diese Events-Tabelle des Bottlenecks, sondern eher die sozusagen im Zweifelsfall eher die Projektion hinten raus, im Zweifelsfall, wo man dann gucken muss sozusagen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass man sozusagen bei diesen Events immer nur eigentlich, also die Events sind sozusagen ja die komplette Historie, die komplett beschreiben, was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht, ne? Und wir brauchen aber in der Regel immer bloß die letzten paar, weil also wir brauchen die Events-Tabelle wieder from scratch, wenn wir alle Projektionen wegschmeißen, wieder von null alles aufbauen wollen sozusagen. Ne? Aber in der Regel ist es ja so, meine Projektionen sind fast up to date. Jetzt kommen drei neue Events rein und dann muss ich sozusagen nur diese paar Events auch dann projizieren. Das heißt, große Teile meiner Events-Tabelle, nämlich die alles, was ich sage jetzt mal älter als ein paar Tage ist, ne, das werde ich wahrscheinlich nie mehr anfassen müssen sozusagen. Und damit kann ich das zum Beispiel auch nochmal in einen komplett anderen Storage packen. Also das haben wir jetzt noch nicht implementiert, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man mal ein Problem hätte in dieser Dimension, dass man sagt, okay, es gibt zum Beispiel eine extra Datenbanktabelle für oder es könnte auch in einem S3-Storage in einer Was auch Datei, in einer immer. JSON-Datei zum Beispiel liegen oder so, ne, in ich sage jetzt mal Zehntausender-Paketen von mir aus, ne? Also das heißt, dadurch, dass man so wenige Anforderungen an so einen Store hat, ist es eigentlich relativ einfach, dafür auch dann Implementierungen zu machen, die halt dann auch gut skalieren, wenn man das braucht. Genau. Genau. Und wenn ich es dann richtig verstehe, bedeutet das dann auch mit dieser Sequence Number, dass in der Projektion die jeweilige Sequence Number gespeichert ist, auf die sie sich bezieht, oder? Richtig, also es ist genau, also das ist sozusagen, also es ist unterschiedlich, also die Projektion kann das selber tun. Man kann aber auch, also wir haben sozusagen, also ich muss mal kurz gucken, wir müssten eine Tabelle haben. Wo ist sie? Hier. Genau, Event Listener, Applied Events Log. Das ist sozusagen, also die Projektion kann das selber machen oder wir bieten halt auch sozusagen eine Standardtabelle, weil es einfach eine Funktion ist, die fast jede Projektion braucht, ne? Und was wir hier quasi machen, ist, wir merken uns sozusagen, dieser Projektor hat als letztes diese Sequence Number gesehen beispielsweise. Ne, und die stehen jetzt nicht alle auf demselben Wert, weil jetzt dieser Node, also Beispiel dieser Node Hidden State Projector, also das ist sozusagen das letzte Mal, wo jetzt irgendwas sich am Hidden State geändert hat. Ne? Deshalb ist er sozusagen nicht mehr an neueren Events interessiert. Das sind immer, also wie soll ich sagen, vom Konzept ist es immer relativ einfach erklärt. Wo es manchmal ein bisschen komplizierter wird, ist sozusagen, wenn man unter die Haube guckt, wie ist es denn implementiert, weil wir zum Beispiel die Projektoren nicht immer triggern, sondern nur dann triggern, wenn auch wirklich was für die zu tun ist, also aus Performancegründen. Also ne, wenn du jetzt also sozusagen zum Beispiel einen neuen Node einfügst, dann ist sozusagen, da wird der Hidden State Projector nie gesagt, hier update dich mal, weil wir ja schon von vornherein wissen, dass der kein Interesse an diesem Event hat. Und diese Art von Optimierung, die sind sozusagen was, die eine gewisse, also ich sag mal, Komplexität dann mit sich bringen im Code, würde ich sagen. Also aber eher in den inneren Logiken sozusagen. Also von außen sieht man davon eigentlich nicht viel. Ja. Ah ja, okay. Das heißt, also meine Frage bezog sich eher so darauf, ob es halt, aber hast du mir im Prinzip schon beantwortet, also es wäre quasi möglich mit diesen Informationen, also ich sehe jetzt hier quasi alles, was kleiner als 4000 ist, sage ich jetzt mal, an Sequence Number, brauche ich jetzt nicht, sofern ich die Projektionen habe auf diesem Genau, Stand. genau, genau. Ne? Also die ist sozusagen weniger relevant. Ne? Also du brauchst sozusagen diese Informationen, weil, also das ist ja sozusagen diese Idee, ne? Dass der Event Store eigentlich die primäre Quelle, also ich zeige es ja immer ganz gerne mit diesem Bild hier, ne? Also der Event Store hier unten ist sozusagen immer der primäre Storage, also das ist die Source of Truth, also das Ding, was entscheidet, was halt die Wahrheit ist. Aber in der Praxis ist es so, obwohl das die Source of Truth ist, gehen wir trotzdem sozusagen zu 95% unserer Zeit eigentlich zu den Projektionen hin. Ne? Also es gibt eigentlich fast nie den Punkt, dass wir mal direkt auf dem Event Store was machen.
Geschweige denn sozusagen an einem alten Teil des Events groß ein großes Interesse dran hätten. Ne? Also der einzige Grund ist halt, wenn wir in der Projektion einen Programmierfehler hätten beispielsweise, dann wäre das so ein Punkt, wo man halt sagen würde, dann würde ich vielleicht mal einen größeren Teil zurückspielen. Aber ansonsten ist es halt eher selten, dass man sozusagen sich, während das System normal läuft, sozusagen für ganz alte Events interessiert. Außer man baut halt neue Projektionen oder man stellt fest, eine Projektion hat irgendwie Mist gemacht oder sowas. Also das sind so Szenarien, wo man das halt dann, wo man dann dieses Wissen sozusagen gerne nutzt. Ich glaube, das trifft es eigentlich. Ja. In dem Nebensatz, den du gerade gebildet hast, so, außer wir haben einen Fehler in der Projektion, das ist, fällt mir in dem Zusammenhang auch ein, das ist einfach eine Kategorie von Fehler, oder Problemstellungen, die man halt in Nicht-CQRS-Stores sozusagen hat, dass man irgendwelche Datenbestände hat und man hat keine Ahnung, wie es zu diesem Datenbestand gekommen ist. Ja, absolut, Und es genau. gibt auch überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie oder sehr häufig keine Möglichkeit oder nur sehr, sehr schwer, das zu reproduzieren und eine Idee zu bekommen, okay, jetzt habe ich hier folgende Daten in meiner üblicherweise oder häufig Datenbanktabelle, aber welche Serie von Ereignissen oder anderen Daten oder was auch immer, Mondständen dazu geführt haben, dass meine Daten jetzt so sind, wie sie sind, ist wirklich keine Chance. Und das ist so eine Geschichte, die ich halt sehr, sehr spannend oder hilfreich finde an dem Ansatz, dass man einfach sagt, so ja, meine Projektion ist falsch. Ja, okay, das liegt einfach daran, dass folgende Umwandlungen von Events in Projektionen schiefgegangen sind. Und wenn ich diesen Fehler korrigiere, dann habe ich auch plötzlich saubere Daten. Ja, also ich muss da nicht hingehen und mir SQL-Queries ausdenken, wie ich diese Daten dann wieder hinbiege, sondern muss einfach den Fehler korrigieren und kann die Projektion einfach neu berechnen ab einem gewissen Stand. Und das ist halt einfach, Hoffentlich. Also ich glaube, da muss man immer hoffentlich, mal ja. ein Sternchen reinmachen, weil, also Okay. es kann natürlich trotzdem passieren, dass sozusagen, also aufgrund, also nehmen wir mal an, ne, wir haben so einen Fehler, der ist in der Projektion angekommen und jetzt macht das System aufgrund dieses Fehlers falsche Dinge. Also was weiß ich, ne? Also nehmen wir mal an, ein Inhalt, der eigentlich gar nicht existieren dürfte, wurde jetzt angelegt zum Beispiel. Ne? Und jetzt können halt unter diesem Inhalt dann neue Inhalte angelegt werden, wenn die dann halt auftauchen. Na, also ich sag mal, es ist schon so, dass man noch in der Lage ist, sozusagen, man kann den Root Cause zurückverfolgen. Ich glaube, das ist ja der Vorteil von dieser Historie. Ne? Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sozusagen so ein Fehler Folgekonsequenzen nach sich zieht, die halt, also will damit sagen, dass das Fixen des Fehlers ist nicht zwangsläufig einfacher dadurch. Ich glaube, was man, oder das Patchen des Verhaltens sozusagen, ne? Weil du potenziell trotzdem viel State korrigieren musst, wenn du halt feststellst, okay, das ist eigentlich ein Fehler, den hast du eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit mit dir rumgeschleift sozusagen. Der Vorteil ist halt, du bist überhaupt in der Lage rauszufinden, dass es halt so eine Art von Fehler gewesen ist und du kannst es quasi auch auf diesen Punkt zurücktracen. Und das finde ich eigentlich den großen Vorteil, ne? Also was mir zum Beispiel, was ich mir eigentlich wünsche und was wir haben wir mal ein paar Experimente gemacht, aber noch keinen produktiven Code. So eine Art Debugger für so einen Event Store, wo ich sozusagen wo ich sozusagen Fragen formulieren kann, dass ich sagen kann, naja, was ist ich, gab es zu diesem Zeitpunkt diesen Node schon? Und dann will ich eigentlich so eine Ausgabe haben, so ein Time Travel, also dass der quasi wirklich from scratch alles durchgeht und dann sagt er mir, ach, hier hat sich der State geändert, hier hat sich der State geändert, hier hat sich der State geändert. Ne, weil um genau halt diese Root-Cause-Analyse dann sinnvoll betreiben zu können. Ne? Also das wäre so eine Idee, wo ich eigentlich ganz gerne da auch mit hin wollte in Zukunft, dass man halt so eine Art von Fragen auch stellen kann, um das Debugging da zu erleichtern. Ne? Aber es ist trotzdem natürlich eine viel bessere Situation als, sag ich mal, in der klassischen Welt, ne? Weil da bist du sozusagen immer nur in der Projektion unterwegs. Und also sozusagen in der klassischen Welt gibt es ja quasi nur die Projektion, da ist ja alles so drin und da updatest du halt direkt das. Ne? Und was wir ja quasi mit Event Sourcing machen, ist sozusagen, wir packen halt noch einen Event Store und explizite Commands und Events davor. Und ich glaube, das ist sozusagen der Vorteil davon, dass wir damit die große Codebasis, die in der Projektion lebt, irgendwie sozusagen, dass wir da besser mit Fehlern umgehen können, aus dem Grund sozusagen. Ne? Ja, stimmt. Du hast, Bist du wieder weg? hast ja Möglichkeiten wieder dieses, wie aus dem Command dann ein Event wird. Und der einfachste Weg ist,
Genau, dass quasi nichts geprüft werden muss. Genau. Ne, weil das einfach ein Command ist, der, was war denn das Beispiel, der keine Seiteneffekte hat oder keine Genau, Seiteneffekte also erzeugen? das ist eigentlich der simpelste Fall. Genau, das ist sozusagen, das ist ein Command, der einfach eins zu eins durchgeht. Also, was weiß ich, aktualisiere den Nutzernamen beispielsweise von jemandem oder Ja, sowas, genau, ja, ne? das war das Beispiel. Genau, ne? Also das ist so das, also wo du immer sagen kannst, okay, du kennst immer den Zielzustand und du kannst hundertprozentig sagen, das kommt am Ende bei raus, ne? Genau. Ja, genau. Also den Nachnamen Genau. einer Person sozusagen, wenn die sich Genau. ändert, dann, wenn der sich ändert, dann. Oder im, genau, ne? Und genau, ja, absolut, ja. In Neos ist das tatsächlich eher seltener, also da haben wir das wenig, weil wir, ne, weil die meisten Operationen sind ja auf Nodes und da wollen wir zumindest mal überprüfen, dass der Node halt existiert. Also das heißt, ne, also Genau. das heißt, in unserem Fall haben wir eigentlich, ist es eher dieser Variante 1c, also diese Soft Constraint Checks, dass wir quasi hingehen und sagen, okay, Genau. wir checken mal, ob der Node existiert Das und dann machen wir was. Ja. fand ich nämlich an der Stelle schon spannend und das korreliert jetzt sozusagen auch zu der Problemstellung, die du gerade genannt hast. Nämlich, dass wenn man unter falschen Voraussetzungen oder wenn unter falschen Voraussetzungen quasi Events dann doch im Event Store landen, dann kann es trotzdem zu Folgefehler kommen. So, das finde ich ganz spannend. Und da fand ich diese Unterscheidung zwischen Soft Constraint Check und Aggregate Hard Constraint Check fand ich ganz spannend. Ich sag's mal in meinen Worten und du korrigierst mich dann gerne, wenn ich da irgendwas falsch verstanden habe. Also dieser Hard Constraint Check ist, es kommt ein Command rein und ich weiß von dem Command, okay, das ist kritisch und ich muss wirklich hundertprozentige Konsistenz mit den Daten sicherstellen. Also das Beispiel an der Stelle war, was war das Beispiel? Das war noch. Benutzername und dieser Benutzername muss quasi unique Ach so, sein, Uniqueness, sozusagen. ja, genau. Ja, Uniqueness, genau. Und dann findet ein Hard Constraint Check dann quasi über den gesamten Events dort statt. Also es wird die ganzen Events werden angeschaut oder zumindest alle Events, die an der Ecke relevant sind, werden angeschaut und wird geschaut, okay, ist der Wunsch, jetzt den Benutzernamen auf Foo zu ändern, kann ich den erfüllen? Also sprich, gibt es keinen anderen Foo im Event oder wie auch immer in den Daten. Und wenn ich quasi sicherstellen will, dass dieses Constraint, also hundertprozentig sicher gehen will, dass dieser Constraint erfüllt werden kann, dann muss ich das halt tun. Und das ist aber eine sehr, sehr teure Operation. Genau. Und der Soft Constraint Check war gar nicht zu den ganzen Event Store durchzugehen, sondern die aktuelle Projektion sich anzuschauen und zu schauen, okay, ja, passt das zumindest mit der eventuell konsistenten oder zumindest der aktuell bekannten Projektion, stimmt sozusagen dieser Wunsch überein? Und wenn ja, dann wird das schon passen. Und das Beispiel in dem Blogpost war dann, okay, wenn jetzt quasi Benutzer A eine Node verschieben will in einen Seitenbereich B und der andere Benutzer möchte dieselbe Node verschieben in einen Seitenbereich C. Und das quasi mehr oder weniger gleichzeitig erfolgt, dann unter Soft Constraint, was ist der schlimmste Fall, der passieren kann? Und der schlimmste Fall, der passieren kann, ist, dass einer der beiden Benutzer, dessen Erwartungen werden sozusagen nicht erfüllt. Und das ist aber vielleicht jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm. Also es ist kein fataler Verlust, sondern das würde eh passieren. Selbst wenn man jetzt ein Hard Constraint machen würde, würde ein Benutzer dann gesagt bekommen, so ja, hier, nee, du kannst es nicht machen, weil diese Node existiert gar nicht mehr oder die ist schon verschoben. So, Ja, genau. kannst Na, du nicht mehr was für mich immer machen, weil sie ist spannend schon ist, auf 10. genau, was für mich immer spannend ist, dein Video ist übrigens aus, ist, dass wir, dass dieses, also wie soll ich sagen, ich glaube, wir vermischen häufig dieses immediately consistent und diese Illusion von immediately consistent. Ne? Also ich sag mal, am Ende des Tages, und also das war auch so ein Erkenntnisprozess, der ganz spannend war, ne? Weil ich meine, ich komme ja auch aus dieser, ja, alles mit Datenbank-Constraints und absolut immediately consistent und was ist die Wahrheit sozusagen Sicht, ne? Und hatte ja auch im Studium diese Konsistenzfragen und so weiter. Und dann so diese Erkenntnis, okay, dass es trotzdem so eine Betrachtungsweise ist, ne? Dass sozusagen, wenn du, also
Klar, ich als Nutzer von meinem System möchte natürlich ein Konsistenzgefühl haben, ne? Das bedeutet halt, ich lege was an und dann muss es da sein, auch wenn ich neu lade beispielsweise, ne? Das darf nie wieder verschwinden oder das wäre auch super weird oder genauso, wenn ich was lösche oder was ändere. Aber der Punkt, bis das sozusagen jemand anderes sieht, das darf im Zweifelsfall ein bisschen dauern, weil in der Regel hast du halt nie diesen Fall, dass du so zwei Leute direkt nebeneinander sitzen und der eine sagt Go und der andere macht Reload im ganz krassen Fall, ne? Und das hast du häufig bei diesen zwei Leute editieren gleichzeitig oder machen was auf derselben Ressource, ja, so ähnlich, ne? Weil sozusagen de facto, also du hast zwar eine Wahrheit im Sinne von, ja, das Event 1 kommt vor dem Event 2 an, beispielsweise. Also, ne, aber das hängt sozusagen von vielen Faktoren ab. Und es wäre genauso auch legitim, das umgedreht zu haben. Im Sinne von, ne, es könnte ja genauso sein, der eine hat eine langsamere Netzwerkverbindung und dieser Request dauert halt ein bisschen länger, bis der angekommen ist. Wäre genauso okay gewesen. Das Wichtige ist halt, dass es dann in sich konsistent passiert. Also, es darf halt nicht bei beiden funktionieren oder bei keinem so, ne? Aber sozusagen, dass man da eine gewisse Freiheit hat, ich sage jetzt mal, wen man gewinnen lässt, ne? Oder welchen Request man durchliest und welchen halt nicht beispielsweise. Und das war so eine interessante Erkenntnis bei diesen Soft-Constraint-Checks, dass sozusagen wir innerhalb also der Sicht eines Nutzers, also was bei uns ein Content-Stream ist, eigentlich eine sehr hohe Konsistenz garantieren können, aber halt nicht mehr Zwischennutzern sozusagen. Und das ist aber auch okay, weil das ermöglicht dann halt auch starke Optimierungen performancemäßig, die wir halt heute nicht machen können in dieser, sage ich mal, komplett immediately consistent Welt. Was vielleicht noch interessant ist für die Hard Constraints, wir haben, also es wäre ja, also vom Prinzip her hast du es richtig gesagt, ne? Man liest quasi die Events aus dem Event Store. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Events, ne? Jetzt könnte man hingehen und man liest einfach alles. Das ist natürlich, selbst bei den, was weiß ich, 4000 Events, die wir hier haben, halt eigentlich schon tödlich sozusagen, ne? Und das ist im Prinzip, wofür dieser Stream da ist. Also es ist quasi so, dass man immer, also so ein Aggregate hängt immer an einem bestimmten Stream sozusagen dran. Und das liest alle Events dieses Streams ab, sozusagen. Also das ist sozusagen dieser Mechanismus. Und da sieht man aber gleichzeitig auch schon das Problem, weil ich quasi jedes Event nur einem Stream zuordnen kann. Das heißt, ein Event kann auch nur von einem Aggregate emittiert werden, sozusagen. Und ich muss das schon von Anbeginn der Zeit wissen. Und das ist eigentlich ziemlich schwierig. Ne, deshalb haben wir zum Beispiel Stand jetzt im Neos-Teil haben wir tatsächlich keinerlei Hard Aggregates Stand jetzt. Also wir sind gerade dabei, 1-1 zu führen. Oder da hat Bastian ziemlich interessante Experimente gemacht, die wir hoffentlich auch dann in die Tat umsetzen. Aber sozusagen jetzt, der Stand, der jetzt gerade im Core ist, der kommt quasi vollkommen ohne Hard Aggregates aus in irgendeiner Form, weil wir damit halt obwohl wir interessanterweise am Anfang dachten, ja, wir müssen hier, ne, der Node wird ein Aggregate sein oder so. Das war so ein Glaubenssatz, den wir ganz lange hatten. Und wo wir uns sozusagen dann von entfernt haben, je besser wir alles kennengelernt haben, ne? Das war so ganz, ganz spannender Weg. Und genau, mit Soft Constraints hast du das halt nicht, ne? Da hast du halt nicht diese Zusatzeinschränkung, dass du quasi den Event Store nochmal so zusätzlich irgendwie schneiden musst und in verschiedene Streams unterteilen musst, quasi, ne? Genau. Kannst du vielleicht auf den Content Stream noch mal ein bisschen im Detail Ja, eingehen, weil das stimmt. Das ist ein. das ist mir noch so ein bisschen opak. Ja, Was warte mal kurz, genau. Ich würde da mal kurz ein Bild holen aus dem, also was das illustriert. Also, was wir ja haben ist, genau, ich glaube, das ist das entscheidende Bild. Was wir haben, Stand jetzt, ist sozusagen, also in der aktuellen Welt, und das ist, glaube ich, bei Typo 3 ähnlich, da haben wir quasi solche Workspaces, ne, und im Prinzip gibt es so eine Art Live-Shine-Through. Also Live ist Live, das ist klar, und User-Workspace ist sozusagen, enthält die Änderungen, die in Live nicht relevant sind, sozusagen, oder anders, die im User-Workspace on top sind. Also sprich, die Änderungen nur der einzelnen Knoten. Und dann wird zur Laufzeit quasi durchgeguckt. Also das ist quasi wie so ein, das ist wie ein, na, ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Blatt Papier und dann so eine Klarsichtfolie oben drüber, wo noch ein bisschen was draufgeschrieben ist, ne? So, und das ist zwar erstmal komfortabel, aber das Problem ist halt, dass das Lesen sehr kompliziert ist, weil du beim Lesenzeitpunkt diese verschiedenen Ebenen zusammenmergen musst, quasi so. Und in der Event-Sourcen-Welt ist es so, da haben wir quasi, ich muss mal kurz gucken, ob wir noch,
da haben wir quasi noch eine Abstraktion dazwischen, und zwar die Idee erstmal grundsätzlich, dass wir sagen, also sozusagen von der Vorstellung her ist es so, wir haben so einen Event-Stream, was ist auf live passiert? Das ist jetzt mal, was hier links ist, dieser schwarze Strich sozusagen, ne? Und jetzt haben wir parallel nochmal, zweigen wir irgendwann mal ab sozusagen und sagen, okay, was jetzt auf dem User passiert, das passiert auf diesem Branch sozusagen. Also so ähnlich wie dieses Git, diese Git-Analogie im Kopf sozusagen, ja. Und die, na, jetzt kann man quasi an diese Pfeile sozusagen oder an diese Linien kann man quasi einen Workspace-Namen dran schreiben, kann sagen, das eine ist live, das andere ist User Sebastian beispielsweise. So, und jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn jetzt, genau, und wir wissen, wir können was mergen, wenn wir sozusagen, wenn in live nichts dazwischen passiert ist, dann können wir einfach sozusagen eins zu eins die Änderungen nehmen und rübernehmen sozusagen. So, und wenn aber auf live was passiert ist, dann können wir nicht mehr ganz sicher sein, dass halt alles in sich konsistent funktioniert, ne? Und deshalb, ich muss mal kurz gucken, ob das hier noch bildlich ist. Nee, ich glaube nicht. Projektion, nee. Genau, ich bleibe mal bei dem Bild. Genau, und deshalb ist sozusagen die Operation von einem Rebase implementiert. Und ein Rebase funktioniert quasi so, dass wir wieder neu forken von live, also wo jetzt ich gerade hier mal Maus ran bin, und dann quasi diese Events, also die Commands, die zugrunde liegenden Commands auf diesem Fork wieder neu abspielen. Also ich stelle mir das mal so vor, wie man hat quasi so jemanden, der ganz schnell alle Aktionen nochmal versucht zu machen, die man halt selber nochmal gemacht hat, quasi. Und also wichtig, wir machen dort die Commands, nicht die Events nochmal, weil die dürfen noch fehlschlagen. Ne, wenn ein Event mal auf dem Event-Stream ist, dann ist der passiert und dann war es das sozusagen. Ne? Wir wollen aber ja die Intention des Users nochmal ausprobieren. So, und deshalb haben wir jetzt die Situation, dass wir quasi für diesen Rebase auf einmal zwei von diesen schwarzen Strichen haben, sozusagen, nämlich den einen, der quasi gerade noch aktuell ist für den User, also den der User gerade sieht, und der andere, der quasi in Arbeit ist. Ne? Also so, und das war sozusagen die Idee, weshalb wir, und das war der Erkenntnis, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie zwischen diesem Konzept Workspace und diesem Konzept des schwarzen Striches in Anführungszeichen irgendwie voneinander trennen. Ne? Also, und wir sagen halt, dieser schwarze Strich hier ist ein Content Stream, und der Workspace ist einfach nur ein Pointer auf einen bestimmten Content Stream. Also sprich, der Workspace ist sozusagen wie so eine Art Symlink, der sagt, okay, live ist gerade dieser Content Stream und User Sebastian ist gerade dieser Content Stream, und der kann sich halt zusätzlich noch merken, sozusagen der nächste Content Stream für User Sebastian wird dann mal der und der, so nach dem Motto. Also das ist so ein, kann man es beschreiben? Also es ist im Prinzip so eine Art, also vielleicht wird es auch ersichtlich, wenn man in der Datenbanktabelle mal gucken, also wenn man in der Workspace-Tabelle mal guckt. Genau, da steht im Prinzip ne, für Live beispielsweise drin, gut, wie heißt der, wem gehört das, okay. Und dann steht im Prinzip einfach nur drin, was ist der aktuelle Content Stream für Live? Also was ist sozusagen dieser schwarze Strich, dieser für den Live-Workspace. Und jetzt bei User Sebastian Kurfürst zum Beispiel, da steht halt, ist das gerade der aktuelle Content Stream Identifier? Und wenn ich jetzt aber eine Aktion mache, also das kann ich mal probieren, ich kann mal hier auf meine, ich gehe mal auf die Entwicklungsinstanz bei mir lokal, und wenn ich jetzt mal eine Änderung mache und was publische beispielsweise, oder mich nur einlogge, das müsste auch schon reichen eventuell. So, gucken wir mal, ob das schon reicht. Genau, es ist 8FF quasi. Jetzt mache ich mal Reload, und jetzt ist hier DEC34 sozusagen, weil jetzt quasi im Hintergrund ein Rebase passiert ist und quasi sich damit der Content Stream geändert hat. Ne? Und aber das, was sozusagen für mich als User relevant ist, ist mein Workspace quasi. Ne? Also das heißt, ich habe mehr Content Streams, das sehen wir auch hier, ich habe sehr viel mehr Content Streams als als Workspaces, und alle, die hier no longer in use sind quasi, die können dann irgendwann auch wegfliegen quasi. Also da gibt es so einen Garbage Collector, der die dann auch wegräumt quasi dann im Hintergrund. Also Okay. Ja. genau. Aber also stell ruhig Fragen, es ist kompliziert, dieses Konzept. Ja, genau. Also genau, also Stream ist für mich halt irgendwie so ein Fluss quasi, also so vom Wort her oder von der Bedeutung her. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist der Stream Identifier
zeigt aber auf einen Punkt und das kriege ich gerade nicht so richtig überein. Nee, 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 nee. Der Stream Identifier ist quasi ist der Strich sozusagen. Also sprich, diese UUID, die identifiziert quasi diese Linie, die wir hier sehen. Also das heißt, hier steht eigentlich in technisch steht hier nicht live dran, sondern eine UUID. Und hier steht genauso eine UUID dran, also an diesen beiden Branches gewissermaßen. Also es ist im Prinzip so, wie wenn du in Git quasi also wenn du Branches hättest, wo UUIDs dran stehen sozusagen, oder die UUIDs nach UUIDs benannt sind, von der Analogie her, und dann hättest du nochmal eine zusätzliche Liste, wo du dir quasi merkst, Sebastian arbeitet gerade auf der und der UUID sozusagen. Das ist nochmal eine Indirektion mehr als jetzt bei einem Git-Branch quasi. Mit dem Ziel, dass du quasi ein Rebase machen kannst, ohne dass sich der Identifier, den ich kenne, nämlich mein Workspace-Name, dass der sich ändert. Ne, sondern also wir wollen sozusagen in der Lage sein, semantisch ist es ja immer noch mein Workspace, ne, aus User-Sicht sozusagen, aber wir sind quasi in der Lage, technisch die Inhalte auch mal auf den aktuellen Stand zu schieben sozusagen. Das ist diese Rebase-Idee, diese Rebase-Operation. Ja. Ja, also ich versuche mir gerade vorzustellen, wo dieser Identifier zum Tragen kommt. Also du hast ja vorhin diesen Event-Store gezeigt, wo die Identifier auch drin sind. Also jetzt habe ich zum Beispiel also einen Livestream von Events, da sind zwei Events drin, die haben irgendeinen Stream-Identifier. Und jetzt wird ein neuer User Sebastian angelegt. Und der fügt jetzt eine Note hinzu, sozusagen, sage Genau, ich und jetzt was der mal. machen muss, erstmal, der muss sozusagen erstmal abzweigen von live. Also was der quasi machen muss. Ah, okay. Ne, es ist eine sogenannte Fork-Operation, und was die quasi macht, ist es wie ein Git-Branching quasi, ne, dass du sagst, jetzt mache ich, das ist sozusagen der Abzweigpunkt, wo ich sage, okay, von diesem Punkt zweige ich ab und kopiere mir sozusagen meinen Content-Stand sozusagen. Also, und man kann sich es wirklich so vorstellen, wie wenn er einfach allen Inhalt kopieren würde. Also technisch macht er das nie, aber von der Vorstellung her ist es wirklich erstmal ein entkoppelter Content-Stand sozusagen. Ja. Und von Event Store, was passiert da konkret dann Ja. beim Branching? Lustigerweise ganz wenig. Wir haben ganz lange immer gedacht, dass sozusagen, dass wir da, also wir haben immer erst gedacht, da muss es Spezialfunktionen für Meistens, geben. genau. Also ich bin auf der falschen Tabelle, aber muss es eigentlich gar nicht. Also was wir quasi machen ist, also da wir brauchen ja keine Hard Constraints Stand jetzt, deshalb haben wir quasi diesen Stream Name hier, also diesen Content Stream Identifier ist der hier mit dem Stream Name mit drin, damit wir quasi dann fürs Cleanup sehr effizient einfach hier Zeug weghauen können. Das ist quasi die Idee. Aber jetzt, was passiert beim Branching? Genau, als Beispiel, ich gehe jetzt mal, ich drehe jetzt mal in der Zeit hier um, mach mal die Ältesten oben, weil dann sehen wir ein paar Änderungen. Genau. Was sehen wir jetzt? Genau, hier ist so ein Beispiel, hier entsteht quasi ein neuer Content Stream. Das ist also ein Content Stream, was forked, und da wird gesagt, der wird geforkt von vier, also das ist der Source Identifier quasi. Ich mache den noch ein bisschen größer. So. Dann ist halt der neue Identifier, der wird einfach gewürfelt, der ist einfach zufällig sozusagen am Start. Und dann wird noch gesagt, was ist denn die Quelle-Version sozusagen? Also dieser Source-Content-Stream, auf welcher Version stand der denn sozusagen? Damit wir, ne, das ist sozusagen das Ding, was sozusagen was diesen Fork-Punkt hier oben eindeutig identifiziert quasi, ne? Und damit können wir quasi dann später entscheiden, ob wir einfach publishen können oder ob wir nochmal rebasen müssen. Ne, weil wir können quasi vergleichen, wenn dieser Content Stream dann noch später auf diesem Punkt steht, dann können wir einfach quasi die Events nehmen und einfach eins zu eins transferieren. Und wenn wir feststellen, nee, der hat sich geändert, dann müssen wir quasi rebasen und dann können wir transferieren. Das sind sozusagen so die Basis, das ist so die Basisoperation. Ne? Genau, ich glaube, was noch wichtig ist von der Vorstellung oder vom Konzept her, also es gibt noch, also diese ganze Idee basiert auf zwei Annahmen. Die eine Annahme ist, dass sozusagen die Projektion immer deterministisch ist in den Events, die reinkommen. Also das heißt, die muss immer das Gleiche tun, wenn du in dasselbe Event reinwirfst. Die darf also nur die Inhalte der Events lesen. Das ist so die eine Regel, weil die ermöglicht es halt quasi von meinem User Workspace die Events auf diesem Content Stream, wenn nichts dazwischen gekommen ist, eins zu eins rüber zu kopieren, und dann können wir sicher sein, da kam dasselbe bei raus, und da wissen wir auch, das wird klappen sozusagen, ne? Und die zweite Sache ist halt, dass sozusagen dieser Weg von Command, also
So, und das zweite ist ein bisschen tricky, das ist sozusagen für den, für diese Rebase-Situation, also die hier beschrieben ist, ne, was wir hier machen, ist sozusagen, wir zweigen hier nochmal neu ab und jetzt legen wir die Commands, also machen, führen wir die Commands nochmal aus quasi und deshalb müssen die Commands auch, also sozusagen der Weg von Command zu Event muss auch, ich sage jetzt mal, muss auch deterministisch sein sozusagen. Das heißt, im Command müssen auch schon die Identifier drinstehen. Das sind so noch zwei wichtige Spielregeln sozusagen, damit das alles richtig funktioniert. Aber erstmal, was passiert beim Fork? Ganz simpel, ne? Das ist sozusagen einfach nur ein Content Stream, was forkt. Und was dann auf Projektionsseite passiert, das ist, ist quasi, da werden dann halt, also am Ende nur eine SQL-Query, aber die führt halt dann zu relativ viel Aktionen und das ist sozusagen, die sorgt dann dafür, dass du quasi deine eigene Lesekopie kriegst, deiner Inhalte quasi, vom, von der Denke her. Genau, also und das war eigentlich so das Interessante, wir dachten halt immer, also, oder das hat eine Weile gedauert vom Konzept her, ne? Weil wir haben immer, also als wir das in der Entwicklung waren, da war das immer so diese Idee der alternativen Realitäten sozusagen, also so, das war so das Schlagwort, unter dem wir uns das versucht haben vorzustellen, ne? Dass du irgendwie gesagt hast, naja, okay, du hast irgendwie die Live-Realität und hast du die Realitäten eines User-Workspaces so von der Idee her und wir haben immer gedacht, ja, das muss irgendwie der Event-Store irgendwie können, ne? Dass der sozusagen verschiedene Realitäten verwalten muss oder sowas. Und das war so ein großer Aha-Effekt, irgendwann festzustellen, nee, das muss der Event-Store gar nicht können, sondern ne, das ist dem kann das eigentlich egal sein, weil da trotzdem diese Regel einfach gilt mit einfach von oben nach unten durchsortieren sozusagen. Es gibt einfach nur eine Reihenfolge und das war's quasi. Ne? Und das war so ein interessantes Learning, würde ich sagen. Ja, genau. Und genau, also das ist, heißt, ne, was passiert beim Fork ist tatsächlich, also von Event-Seite ist es super einfach, das ist halt nur diese eine Zeile und das Spannende ist eigentlich, was passiert dann in der Projektion danach, weil da wird dann quasi die, also da wird sozusagen eine Lesekopie für dich angelegt. Ja. Genau, genau, die Projektion ist dann, die muss dann sehr genau dieses Fork-Event sozusagen anschauen und weiß dann, welche Event, also da sind alle Informationen drin, um zu wissen, was ist der Stream sozusagen. Das, okay, das klingt sehr plausibel. Genau. Also ich meine, ich denke, ne, es macht wahrscheinlich Sinn, irgendwann nochmal, also wahrscheinlich in einer der nächsten Sessions nochmal ganz gezielt auf die Projektionen, dass wir die uns nochmal im Detail auseinandernehmen, die Graph-Projektion, weil da können wir nochmal gucken, wie macht ihr das eigentlich. Ne? Aber jetzt von der Vorstellung ist es eigentlich erstmal ausreichend, dass man sagt, okay, ne, die Graph-Projektion, die muss sozusagen in der Lage sein, also man kann es ganz simpel, was die eigentlich macht, ist an diesem Punkt quasi eine volle Kopie. Also in der Realität, wie gesagt, macht sie das nicht, sondern das ist eher so ein Copy-on-Write-Mechanismus. Aber von der Vorstellung her wieder kann man sich eigentlich vorstellen, wie wenn man die gesamte Node-Tabelle an dem Punkt nimmt und einfach mal hart kopiert in eine zweite Datenbank-Tabelle, so ganz von der Vorstellung her erstmal. Ne? Und dann habe ich quasi zwei getrennte Dinger. Das ist sozusagen das, was nach außen hin erstmal, wie sich das nach außen hin verhält. Und das war auch so ein interessantes Ding, ne? Weil wir kamen ja immer aus dieser Shine-Through-Welt, also dieses Durchscheinende, ne? Das ist für mich so die große Konzeptänderung eigentlich verglichen mit dem aktuellen CR. Und, ne? Dass wir eigentlich sozusagen zur Lesezeit ist es immer ziemlich einfach, weil wir immer, also nicht mehr unterscheiden müssen, sind wir eigentlich in Live oder sind wir in einem User-Workspace. Wir müssen halt sozusagen nur in der richtigen Projektion quasi gucken. Also wir müssen halt ne, in dem richtigen Teil dann nachschauen. Und wenn wir das haben, dann ist es aber komplett egal, ob wir in Live sind oder in unserem User-Workspace. Und wir können quasi proaktiv, also wir machen sozusagen, wir haben einen expliziten Schritt, der dieses Rebasing halt macht. Also das ist so, würde ich sagen, die wichtigste Konzeptänderung im Vergleich oder eine der wichtigen Konzeptänderungen verglichen mit dem alten CR quasi. Das wird halt alles sehr viel expliziter dadurch. Ja. Genau, und wo du jetzt gerade Workspace erwähnt, das ist wahrscheinlich jetzt nochmal ein Riesenfass, aber es gibt ja quasi noch eine andere Dimension in der Geschichte. die Content Dimensions, die sind aber jetzt nicht über einen Content Stream abgebildet, sondern wie dann? Also, genau, also diese. Oder ist das. Das ist also sozusagen auf der Ebene noch irrelevant, also sozusagen. Also, okay. Also wir haben, das war auch so ein interessantes Ding, also genau, also was wir quasi haben ist, erstmal ganz grundsätzlich, wir haben diese Dimensions und die Vorstellung davon ist, dass wir quasi
also den Dimension Space sozusagen haben. Also ne, wir haben jetzt eine Dimension zum Beispiel, also ne, wir haben also nulldimensional einen Punkt, wir haben eine Sprache, eine Seite ohne Sprachen zum Beispiel. Ne? Dann hätten wir die erste Dimension, wäre quasi, wir haben nur Sprachen, also Language, und dann haben wir Französisch, Deutsch und Österreich und Schweiz zum Beispiel. Und Two-Dimensional wäre halt, wir haben eine Country-Dimension und eine Language-Dimension. Und jetzt kann man entweder alles davon füllen oder nur einen Teil davon quasi. Ne? Und dann wird es noch zusätzlich komplexer, dadurch, dass wir noch Fallback-Regeln haben. Also wir können halt sagen, wenn es in Schweizerdeutsch nicht gefüllt ist, dann soll es bitte in Deutsch stehen. Und die Idee ist quasi, dass jeder Node, jeder Inhalt ist sozusagen immer an einem dieser Punkte zu Hause, ist aber in potenziell mehr dieser Punkte sichtbar, also wegen diesen Shine-Through-Regeln quasi. Also jetzt im Eindimensionalen kann man sich es, glaube ich, vorstellen. Also ne, ein Node in Französisch, der ist sozusagen, der ist nur in Französisch sichtbar und der ist dort zu Hause und das war's sozusagen. Ne? Also in Node in DE würde auch in CH sichtbar sein automatisch, es sei denn, es gibt einen Node in CH sozusagen, der halt zusätzlich der sozusagen das überschreibt vom Verhalten her. Und ich muss mal kurz gucken, ob hier was drinsteht. Genau, wir hatten ganz lange gedacht, dass sozusagen diese, also irgendwie ist es ja so etwas Ähnliches wie Workspaces, so Dimensions, also auch so Fallbacks und so weiter, ne? Also, aber interessanterweise ist der Mechanismus, bei dem wir rausgekommen sind, eigentlich ein völlig anderer. Also im Sinne von, dass diese Workspaces, die werden halt quasi über diese Content Streams abgebildet, ne? Und alles, was aber sozusagen Dimensions ist, passiert ex, also vollständig innerhalb des Content Streams. Also es das heißt, auf Ebene der Content Streams ist es quasi völlig irrelevant, welche Dimensions betrifft denn was. Also ich kann da mal ein Beispiel machen, in zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier wo ich das halt habe, in den Events zum Beispiel, die ein Property setzen, ne, da habe ich halt auch noch dann zum Beispiel den Origin Dimension Space Point, da wird also gesagt, wo ist dieser, also in welche Änderungen, in welcher Sprache betrifft das denn beispielsweise? Oder wenn ich ein Node erstelle, muss mal gucken, was wir hier ein sinnvolles Beispiel haben. Keine Ahnung, ich habe, wie es aussieht, viel gelöscht hier. Node aggregate was removed. Ich glaube, viel mit hier Referenzen. Genau, mal gucken, ob ich ein sinnvolles Beispiel habe. Dann genau, ne, dann hast du halt manchmal, ach, hier haben wir auch nur den Origin Dimension Space Point als Beispiel. Genau, also das heißt, das passiert quasi alles komplett innerhalb eines Content Streams. Und das ist schwer zu, also irgendwie macht es, also in meinem Kopf macht das total Sinn aus heutiger Sicht, dass es so ist, aber es ist sehr schwer, das sozusagen komplett rational durchzuargumentieren. Weil es irgendwie eher so ein, na, also wir haben erst diesen anderen Weg intensiv probiert und sind dann aber nie groß weitergekommen. Also wir haben es nie hingekriegt, sozusagen ein konsistentes Modell aufzubauen, was sozusagen Sprachen und Workspace in einen Topf sozusagen wirft. Und irgendwann war auch so eine Erkenntnis da, dass die vielleicht doch anders sind, weil quasi Workspaces eigentlich immer nur einen gewissen Zeitraum existieren. Also, ne, also ein Workspace ist ja sozusagen nur da, damit der Content mal irgendwann auf Live landet oder wegfliegt. Aber sozusagen, ne, der ist ja sozusagen also beim Workspace ist sozusagen der Fokus, das Ding muss mal auf Live kommen, sozusagen, ne? Und ich will quasi immer sehen, was würde denn passieren, wenn ich es jetzt mergen würde. Also das ist ja quasi, was dieser Schein zu ermöglichen soll, jederzeit zu sagen, wenn ich jetzt Publish drücke, was kommt denn raus, sozusagen, ne? Und bei den Sprachen ist es ja eher so, dass die sozusagen, also da hast du das halt nicht, selbst bei Fallbacks, da hast du eigentlich eher die Situation, dass die Sprachen sich tendenziell weiter voneinander entfernen werden. Also selbst bei Deutsch und Schweizerdeutsch zum Beispiel wirst du über die Zeit vermutlich eher mehr schweizerdeutschen Inhalt haben als weniger. Also da hast du halt nicht diesen Fallback zurück zum Root und dieses wieder zu zusammenführen. Und das ist so, also ich würde sagen, das ist sozusagen die Hauptmotivation, dass das zwei komplett getrennte Wege sind. Aber das ist so ein Punkt, der ist, wie soll ich sagen, den kann man nicht so einfach, also oder den kann ich nicht so einfach vollständig argumentativ begründen, interessanterweise. Ja, nee, das ist genau. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass das auf einem anderen Wege implementiert ist. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, bedeutet das,
Aber bedeutet das zwangsläufig, dass es dann nur eine Projektion für live gibt? Oder gibt's oder könnte man oder macht ihr das vielleicht sogar auch schon, dass ihr dann für die verschiedenen Dimensionen auch eigene Projektionen habt? Also einfach um schnelles Lesen sozusagen zu ermöglichen. Also im Prinzip ist es so jetzt, das ist schon ein bisschen so Vorgriff zu dieser Projektionsgeschichte. Also so eine Projektion, also die Graphprojektion hat quasi so im Prinzip zwei wichtige Identifier. Also hat so einen gedoppelt, also so einen gekoppelten Identifier. Also das eine ist der Content Stream und das andere ist der Dimension Space Point. Also quasi genau, ne, diese beiden Faktoren. Das eine ist sozusagen, zu welchem Workspace gehöre ich sozusagen, ne? Und das andere eigentlich, in welcher Sprache existiere ich, jetzt mal ganz simpel gesagt, ne? Und diese beiden Dinge sind quasi der Identifier eines jeden Eintrags dort drin. Also das heißt, das ist quasi also auf der Ebene ist es dann auch sozusagen wieder irgendwie vereinheitlicht, ne? Aber sozusagen auf der Event-Seite ist es eigentlich zwei getrennte Konzepte. Also genau. Und wie gesagt, da können wir nächstes Mal auch nochmal dann detaillierter drauf eingehen. Also wäre eine Möglichkeit, in die Richtung weiterzugehen, in die Projektionsseite. Weil wie gesagt, das ist eigentlich so das zweite große Thema, würde ich sagen, wo wir halt, ich sag mal, wo ist das Konzept, glaube ich, sehr, also ja, wo im Prinzip so ein komplett, also ja, wo einfach sich die Datenbankstruktur komplett geändert hat und genau, ich glaube, das ist sozusagen so der zweite große Teil, den wir jetzt eigentlich nur gestreift haben, ne? Also, genau. Bin gerade am Überlegen. Hast du gerade noch irgendwie, also wir können auch ansonsten schon, wenn du willst, kannst schon auch nochmal Themen fürs nächste Mal sammeln, weil ich glaube, das ist für uns, glaube ich, immer ganz gut zum wieder reinkommen. Schon mal wissen, womit geht es denn weiter? Kann dich gerade wirklich ganz schwer verstehen. Ich weiß Okay. nicht, ob du mich verstehen kannst. Ja, Also es ist halt super, super abgehackt. Also es ist so, als ob quasi jeder dritte Buchstabe wegfällt. okay. Das ist schlecht. Gut, wir müssen ein bisschen an der Technik feilen, aber das kriegen Ja. wir hin. Genau, Müssen wir dann nochmal schauen, genau. ich wollte nur jetzt fragen, genau, also ob du schon Themenideen fürs nächste Mal hast. Also Graphprojektion könnte ich mir vorstellen. Genau, also das, ich finde, das schließt sich total gut an, da quasi ein bisschen genauer auf die Projections zu schauen. Also ich merke gerade meine ganzen Fragen, die ich mir jetzt so notiert hatte, die bewegten sich tatsächlich viel so um den Event Store und ich hatte wenig Fragen zu Projections, aber diese Fragen um den Event Store hast du jetzt für mich super beantwortet und dann können wir quasi dann nächstes Mal uns die Projektion ein bisschen genauer anschauen. Ja, Finde ich das eine gute klingt Idee. nach einem guten Plan. Gut, dann würde ich sagen, dann stoppen wir erstmal die Aufnahme, dann sagen wir schon mal Ciao, in die Runde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, drücken wir noch.